Hallo, ich habe ein neues Video für euch. Und zwar ist es diesmal ein Haul und einige von euch haben ja bestimmt mitgekriegt, dass ich in London war und dass ich da auch vielleicht nicht gerade wenig eingekauft habe. Und ich werde euch hier in dem Video zeigen, was ich alles eingekauft habe und euch auch sagen, wie viel es ungefähr gekostet hat. Und ja, dann viel Spaß. Dann fange ich mal an. Ich war bei TK Maxx, da bin ich auch sehr gerne in Deutschland. Und da habe ich einiges gefunden. Ein Teil ist jetzt dieses schöne Spitzenoberteil in Weinrot. Das ist eigentlich von Esprit gewesen. Originalpreis stand sogar noch dran, hätte 30 Euro gekostet und hat es jetzt nur noch 4 Pfund gekostet. Das sind ungefähr 5 Euro. Und das fand ich so schön für den Herbst, mal schnell so zum Drüberziehen. Und ja, das war schon mal ein Schnäppchen. Mein nächstes Teil ist auch vom TK Maxx und zwar ist es eine richtig schöne Bluse. Und zwar sieht die vorne so aus. Also ist so eine blaue Dreiviertelarmbluse. Und hinten hat die so schöne Details. Das erkennt man jetzt schlecht. Und zwar, ich mache meine Hand dazwischen. Hinten ist die am Rücken so ein bisschen Cutout-mäßig und oben ist so spitze mit Blümchenmuster und die ist total schön. Die hat, glaube ich, um die 8 bis 10 Pfund gekostet. Das sind so 10, 12 Euro. Und die finde ich total schön. Die sieht bestimmt auch ganz toll zu einer weißen Jeans oder so aus. Dann der totale Trend und ein Must-Have dieses Jahr oder diesen Winter sind diese wunderschönen Kuschelpullis und Kuschelcardigans und man sieht schon an dieses ja, so fusselmäßig sieht das aus und der ist so schön kuschelig, der ist so weiß-nude-farben, hat hier vorne jeweils ein kleines Täschchen und der ist so schön kuschelig, der ist glaube ich ganz 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 toll für den Herbst und für den Winter, für so kalte Tage. Der hat 17 Pfund gekostet, das sind so 20, 21 Euro grob geschätzt. Und den habe ich mich so richtig verliebt. Finde ich ganz toll. Ist auch so ein bisschen länger, kann man dann auch sich so richtig, richtig schön reinkuscheln. Und ich glaube, das wird so mein neuer Lieblingspulli. Dann darf natürlich auch Beauty nicht fehlen. Und ich habe mir 2 schöne Nagellacksets von OPI gekauft. Die waren zusammen in einem Set so zusammen kombiniert, haben zusammen 20 Pfund gekostet. Das sind umgerechnet ungefähr 25 Euro. Und das sind eben diese kleinen OPI-Nagellacke. Ich finde das immer ganz schön, um die mal auszuprobieren und so. Und wenn einem dann eine Farbe richtig gut gefällt, kann man sich ja auch die große davon kaufen. Und das sind in dem einen so Rottöne von hell bis dunkel. Und in dem anderen ist das mehr so rosa-nude-mäßig. Und das sind sowieso meine Lieblingsfarben, Rot und Nude. Und deswegen hat sich das ja total angeboten. Und dann auch noch so ein Schnäppchen und das musste ich einfach haben. Dann war ich noch bei H&M. Ja, H&M gibt es auch in Deutschland und die ganzen anderen Läden, zumindest die meisten, wo ich war, auch. Aber manche Sachen sind in England einfach günstiger. Das hier ist jetzt wahrscheinlich auch in Deutschland recht günstig gewesen. Und zwar ist es... Da ist ein Haar. Doch, meine Haare sind überall, ey. Echt nervig. Und zwar ist es so ein schöner, nudefarbener Strickpulli. Eigentlich ganz klassisch. Sieht bestimmt ganz, ganz toll auf so eine einfache Jeans aus. Und jetzt bei den kühlen Tagen brauche ich sowas einfach. Der hat 7 Pfund gekostet. Und das sind umgerechnet so 9 Euro ungefähr. Und den finde ich auch ganz toll. Dann war ich natürlich noch bei Victoria's Secret. Und ein paar Sachen davon zeige ich euch jetzt nicht, weil ich möchte jetzt nicht meine Unterwäsche oder sonst irgendwas da reinhalten. Ich habe aber die total gehypten Body Sprays gekauft. Zumindest ein paar davon. Und zwar sind das diese 3 Stück. Das ist einmal Secret Charm, Aqua Kiss und Pure Daydream und die riechen alle 3 so gut, ungelogen, die riechen wirklich, wirklich gut.
Die halten zwar nicht so arg lang, sind am Anfang auch sehr intensiv, aber die riechen einfach so gut. Und die musste ich mir einfach kaufen. Und eines davon hätte eigentlich 13 Pfund gekostet. Und dann gab es 3 Stück für 24 Pfund. Und dann gab es 5 Stück für 30 Pfund. Und dann dachte ich mir, okay Lena, du nimmst jetzt einfach mal 5, ne? Weil das wäre ja eigentlich das Mega-Schnäppchen. Aber dann habe ich halt nur die 3 gefunden, wo mir der Geruch wirklich zugesagt hat. Und ich wollte jetzt auch nicht eins doppelt nehmen, weil ich die ja eigentlich noch gar nicht kannte. Und dann habe ich noch ein anderes deutsches Mädchen gefunden, die 2 hatte und dafür hätte sie 26 Pfund zahlen müssen. Das wäre total blöd gewesen. Haben wir zusammengetan und dann haben wir die 5 zusammen für 30 Pfund bekommen. Das sind umgerechnet so 40 Euro ungefähr. Ich schätze das immer nur gerade so ein bisschen, ne? Also 1 Pfund sind ungefähr 1,25 Euro. Ja, da könnt ihr euch das selber nochmal umrechnen. Das heißt, ich habe für eines ungefähr 6 Pfund gezahlt und das ist wirklich, wirklich günstig. Dann war ich natürlich noch bei Primark, wie könnte es anders sein. Habe hier auch ein paar Kleinigkeiten gekauft. Ein paar Kleinigkeiten. Und zwar ist das zum einen dieses Shirt hier. Das ist vorne in so einer Satin-Optik. Und das fand ich ganz schön und Leute, das hat nur 2 Pfund gekostet, ja. 2 Pfund, wenn ich mich verarsche, also wirklich 2 Pfund, das ist voll günstig. Das sind so 2,50 Euro, 3 Euro, 3 Euro ungefähr umgerechnet. Und das ist so schön, sieht ganz toll auf einer Jeans oder so aus. Und das musste ich dann natürlich sofort haben. Dann habe ich mir noch eine Chiller-Hose gekauft. Ja, das ist so eine Schlafanzugshose. So eine ganz bequeme und die kann man zum Schlafen oder zum Chillen anziehen. Und hier hinten hat die noch so ein kleines bisschen Spitzenverzierung. Das finde ich auch ganz schön und die ist perfekt, um sich einfach mal schön zu Hause hinzuchillen. Dann habe ich mir noch ein Oberteil gekauft. Ah, die Hose hat 6 Pfund gekostet. Das sind umgerechnet 8 Euro ungefähr. Dann habe ich mir noch dieses Oberteil gekauft. Und zwar ist das vorne mit Spitze. Das heißt, da kann man entweder einen Tube-Top drunter anziehen oder ein richtiges Shirt. Und hinten ist es dann keine Spitze, also nur vorne. Und es hat 3,50 Pfund gekostet. Und dann musste ich das natürlich auch haben. Dann habe ich mir noch eine coole Hose gekauft. Und zwar ist das so eine graue. Hier, und eine graue Hose habe ich nur nicht. Und die hat so coole Details. Also hier an den Knien und an den Schienbeinen unten. Und hinten an den Taschen. Also sieht, glaube ich, auch voll cool zu einer Lederjacke aus. Und Boots oder so, Biker Boots. Ja, die kann man auf jeden Fall, glaube ich, sehr schön kombinieren. Die hat 15 Pfund gekostet. Das ist für Primark-Verhältnisse ja schon eigentlich fast teuer. Ne? Aber ich fand die so toll und dann musste ich die natürlich auch haben. Ich muss alles haben. Echt schlimm mit mir. So, dann habe ich mir noch einen schönen Kuschelcardigan gekauft. Und zwar, man erkennt jetzt bestimmt gar nicht so arg viel. Der hat vorne so einen schönen Wasserfall. So erstmal. Richtig machen. So. Hat vorne so einen schönen Wasserfallkragen und fällt hier ganz schön vorne der Cardigan. Ist total kuschelig und hat auch einen schönen breiten so einen schönen breiten Hals hier oben und auch ein bisschen länger und der passt bestimmt auch voll gut zu der grauen Jeans und bestimmt auch zu einer normalen Jeans oder zu einer Leggings oder sonst irgendwas und der ist so schön kuschelig. Ihr merkt schon, ich habe voll für den Winter eingekauft. Also da kann man sich so richtig schön rein mummeln und dann ist einem schön warm. Und dann noch ein schöner Schal dazu und dann ist es wieder perfekt für so einen schönen kalten Wintertag. So, und diese Jacke hat
Ich glaube, 12 Pfund gekostet. Das sind ungefähr 15 Euro. Dann habe ich natürlich noch eine Kuscheljacke gekauft. Und könnte es anders sein. Die habe ich aber gesehen, bevor ich die andere beim TK Maxx gesehen habe. Und zwar ist diese hier rosa. Und die ist aber ein bisschen breiter geschnitten. Also bisschen so sackmäßig. Die hat ja auch so Fledermausärmel, wie man sieht. Und die ist aber auch total kuschelig und ist auch aus diesem, ich nenne das jetzt mal Fusselmaterial. Also die fusselt nicht, aber die ist so flauschig. Ihr wisst bestimmt, was ich meine. Und die finde ich auch total schön. Die hat auch nur 12 Pfund gekostet. Und die ist, glaube ich, auch ganz toll für den Winter. Dann war ich noch in irgendeinem anderen Laden, der irgendwie keinen Namen hatte oder irgendwas total Unbekanntes. Auf jeden Fall hat der geschlossen und es gab alles für Schnäppchenpreise, aber das war irgendwie so eine Art Billigladen und irgendwie so viel Schönes gab es da gar nicht. Aber eine Sache habe ich gefunden, und zwar ist das so ein ganz, ganz schlichter, blauer, langer Cardigan aus einem ganz schönen Stoff eigentlich. Also das ist kein Strick, sondern das ist mehr so Bläserstoff und fällt total schön. Und das ist so dunkelblau, so ein ganz dunkles Dunkelblau. Und der hat einfach mal nur noch 2 Pfund gekostet. 2 Pfund für einen Cardigan. 3 Euro. Voll geil. Dann war ich noch bei Forever 21 und ich muss mich gleich mal enttäuschen, ich habe nicht viel gefunden. Leider. Ich habe mir 2 Leggings gekauft zum Chillen zu Hause. Einmal in schwarz. Ganz normale, lange, schwarze Leggings. Die hat 3 Pfund gekostet. Das sind ungefähr 3 bis 4 Euro. Und die gleiche in grau. Dunkelgrau. Also nichts Spektakuläres. Obwohl ich Forever 21 echt mag. Aber ich habe wirklich nichts gefunden. Voll schade. Die hat genauso viel gekostet wie die schwarze. Jetzt hätte ich fast vergessen, dass ich auch noch was Neues anhabe. Und zwar ist das so ein schönes Peplum-Oberteil. Das heißt, es ist hier oben eng und geht hier unten ein bisschen auseinander. Das ist auch von Primark und hat 8 Pfund gekostet. Umgerechnet etwa 10 Euro. Und das habe ich eigentlich gar nicht im Einkaufskorb gehabt. Aber dann war ich in der Umkleide und dann hing es da. Und dann habe ich mir gedacht, ja komm Lena, probier's halt mal an, ne? Sieht ja nicht schlecht aus und dann hat mir das so gut gefallen, dass ich das auch kaufen musste. Und was ich auch fast vergessen hätte, oh mein Gott, wie kann ich sowas vergessen? Schuhe! Schuhe, Leute, Schuhe! Natürlich habe ich auch Schuhe gekauft. Fangen wir mal hier an bei Primark. Habe ich mir so schöne braune Booties gekauft. Ja, ganz schlicht innen mit so schönem Fell. Schon wieder so schön kuschelig. Und die fand ich ganz schön, deswegen musste ich mir die mitnehmen. Die haben, glaube ich, 10 Pfund gekostet. Das sind umgerechnet so 12,50 Euro, 13 Euro, sowas ungefähr. Und dann war ich natürlich noch bei Clarks. Da muss man natürlich auch hin, wenn man in London ist. Das ist nämlich in London oder allgemein in England so viel günstiger als in Deutschland oder in Amsterdam war ich auch mal in einem Clarks-Laden. Es ist so überteuert. Und ich habe ein totales Schnäppchen gekriegt für diese beiden Schuhe. Also die hier, die sind so ein bisschen im Biker-Stil. Die haben hier so eine Schnalle, haben einen leichten Absatz, sind hier vorne so ein kleines bisschen verwaschen, aber die fand ich irgendwie voll cool. Und Leute, die Clarks-Schuhe, also die meisten, nicht alle, aber die sind so mega bequem. Weil, ich habe jetzt das Schild rausgemacht, deswegen sieht das ein bisschen komisch aus. Die haben einfach voll die weiche Sohle. Also da denkt man, man läuft einfach, und die sind hier hinten sogar gepolstert, dass man keine Blasen kriegt. Man denkt eigentlich, man läuft auf Sand oder auf einer Wiese oder so, und zwar barfuß. Und das ist so bequem. Da drin kann man so lang laufen. Das ist voll cool, wirklich. Also da müsst ihr unbedingt mal rein. Und dann unbedingt in die Schuhe reinfassen, ob die auch so weich sind. Die hier haben 30 Pfund gekostet, aber da gab es gerade so ein Schnäppchen. Und zwar, da waren so ein paar Schuhe deklariert und da hieß es dann, kauf ein paar Schuhe und bekomm das günstigere einfach für 5 Pfund.
Und dann dachte ich mir, okay, ich habe ein paar Schuhe gefunden. Dann finde ich natürlich auch noch ein zweites Paar Schuhe. Und natürlich war es dann auch so, ich habe noch diese Schuhe gefunden. Das sind so braune Budapester mit so einem ganz, ganz leichten Absatz. Und die fand ich dann auch noch ganz schön. Die sind ja total klassisch, die kann man ja eigentlich immer anziehen. Und dann habe ich die hier einfach mal für 5 Pfund bekommen und habe zusammen 35 Pfund bezahlt. Das sind ungefähr 55 Euro für 2 Paar Schuhe, für 2 Paar Qualitätsschuhe. Und dafür finde ich das echt günstig. So, das war mein Haul und ihr habt gesehen, was ich in London so eingekauft habe. Aber wenn ihr mal nach London kommt, da gibt es so viele coole Läden, wirklich. Ich habe ja auch ein Follow Me Around gedreht und da sieht man auch ein bisschen was von der Oxford Street zum Beispiel. Könnt ihr euch auf jeden Fall mal angucken. Das Video verlinke ich hier. Und wenn euch dieses Video hier gefallen hat, mein Haul aus London, dann gebt mir doch ein Däumchen hoch oder abonniert mich auf meinem Kanal. Abonnieren ist bei mir definitiv kostenlos und dann verpasst ihr keine neuen Videos. Oder ihr könnt mir ein bisschen Feedback schreiben, indem ihr mir einfach einen Kommentar hinterlasst, wie ihr das Video fandet. Ob ihr irgendwas total schön fandet, hättet ihr euch das Teil zum Beispiel auch gekauft? Gibt es irgendwas, wo ihr sagt, oh nee, das ist total voll hässlich, das hätte ich definitiv lieber im Laden gelassen? Schreibt mir sowas mal in die Kommentare, es interessiert mich total, was ihr so einkauft und was so euer Stil ist. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss! Eine dekorative Schmuckaufbewahrung für...